Im Berufsleben installiert Wilhelm Listmann, selbstständiger Unternehmer, seit mehr als 3 Jahrzehnten Elektrotechnik. Vom kleinen Schaltschrank bis zum Starkstromanlagenbau. Diese Arbeit ist spannend und spannungsreich. Nicht weniger spannend lässt der Handwerksmeister es in seiner Freizeit angehen. Dann geht es nämlich ganz nach oben, wenn Handwerker in die Lüfte gehen. 1975 gründete der Elektrotechniker Wilhelm Listmann seinen Handwerksbetrieb in Bad Kreuznach und hielt im Laufe der Jahrzehnte alles in Händen, was Strom leitet. Technisch hat sich sein Beruf rasant weiterentwickelt. Komplexe Gebäudemanagementsysteme haben den Lichtschalter abgelöst. Entwicklungen, mit denen das Handwerk Schritt halten musste. In den Straßenbeleuchtungen hat sich zunächst die Technik noch nicht sehr viel verändert. Aber in dem Ausbildungsberuf selbst, da hat sich einiges getan. Ein Elektriker heutzutage, der muss praktisch einen Computer bedienen können. Die Bustechnik und der Mikroprozessor, die haben längst im Elektrohandwerk Einzug gehalten. Hightech und immer neue Lösungen im Elektrohandwerk. Das ist eine Seite im Leben von Wilhelm Listmann. Die andere zeigt sich traditionsverbunden, gediegen und voller Faszination. Wenn Listmann seinen Ballon startklar macht, mit ihm abhebt, lässt er jedes Mal die eine Welt zurück und schwebt durch eine andere. An der Ballonfahrerei hängt seit vielen Jahren sein Herz. Warum diese Fortbewegung erstmals durch die Gebrüder Montgolfier im Jahr 1783 praktiziert, auch heute noch so faszinierend ist? Naja, die Faszination beim Ballonfahren ist einmal, Sie sehen es selbst, die totale Rundumsicht und das fast lautlose Gleiten durch die Luft. Und ich bin halt fasziniert davon. Bleibt die knifflige Frage, warum ein Ballon fährt und nicht fliegt. Dass ein Ballon fährt, kennt man nur in der deutschen Sprache, also im Raum des Dudens. Es ist halt Sprachkultur und in der deutschen Sprachkultur kann man zwischen Fliegen und Fahren unterscheiden. Die Piloten unterscheiden das technisch. Die sagen, was schwerer als Luft ist, kann sich nur mittels dynamischer Kräfte in der Luft halten. Und alles, was leichter als Luft ist, das ist ja sowieso schon oben. Wie will das noch fliegen können? Das wäre damit auch geklärt. Kommen wir nun vom Fahrer durch die Lüfte zu einem Flieger. Und der ist natürlich im Berufsleben nichts anderes als Handwerksmeister. Der heißt Ralf Niebergall, kommt aus Neuwied und ist Vulkaniseurmeister. Ein Handwerksberuf, der sich der Aufarbeitung und Reparatur von Reifen widmet. Vom kleinen Mofa-Reifen bis zum Pneu tonnenschwerer Baufahrzeuge. Vom ganz aktuellen Sportwagen bis zum Oldtimer-Traktor, wie in diesem Fall. Dabei kommt dem Vulkaniseurhandwerk eine besondere Rolle zu. Denn für einige historische Fahrzeuge gibt es heute nur noch schwer oder gar nicht frische Reifen. Also werden die gebrauchten überarbeitet und, wenn möglich, nochmal eingesetzt. Um Einsätze ganz besonderer Art geht es, wenn Ralf Niebergall die Werkstatt gegen die Flugzeughangar tauscht. Dann macht er seine CIE Marchetti SF-260, eine ehemalige Militärmaschine der belgischen Luftwaffe, startklar. Eine über 400 km/h schnelle Maschine, mit der Niebergall die ganze Faszination Fliegen ausleben kann. Faszination Fliegen ist, sich frei im Himmel zu bewegen wie ein Vogel, keine Grenzen, keine Ampeln. Dem Alltag entfliehen, nicht wie am Auto im Stau stehen, sondern einfach frei bewegen. Ja, das Spektakulärste sind halt die Sachen, die man im Grenzbereich fliegt, sprich Kunstflug. Dann kommt man mit dem Flugzeug an die Grenzen, der Mensch kommt an seine Grenzen und das ist das, was am meisten mir gefällt. Thank you.
jumping off the deck, shoving in the overdrive. Aus luftiger Höhe geht es nun am Boden weiter mit irdischen Themen beim aktuellen Tipp. Am 29. August findet von 8 bis 13 Uhr der Aktionstag Last-Minute-Lehrstellenbörse im HWK City-Büro Friedrich-Ebertring 31 statt. Jugendliche, die noch eine Lehrstelle im Handwerk suchen, erhalten hier viele interessante Informationen und sicher auch ein attraktives Lehrstellenangebot. Am 30. August präsentieren die frisch gebackenen Tischlermeister ihre Meisterstücke von 11 bis 17 Uhr in der Mensa des Bauzentrums der Handwerkskammer Koblenz. Hierzu sind sie recht herzlich eingeladen. Man sieht sich! Ja.